muss ehrlich sagen, dass mich eigentlich, die Kinder haben mich eigentlich inspiriert. Ich habe einen größeren Zusammenhang als der Integrativschulentwicklung der Gemeinde Visp zur Verfügung zu stellen. Und mein Hauptanliegen ist eigentlich der achtsame Umgang miteinander. Die Vielfalt, die Vielstimmigkeit der Demokratie findet auf unserer Liste selber auch statt. Das sind sehr verschiedene Leute, von den Generationen her, von dem Profil, vom Charakter her. Das soll innerhalb der Liste natürlich stattfinden, das demokratisch anliegen. Und ich denke, da haben wir effektiv die schönste Liste. Ja. Also das Miteinander ist eigentlich für mich die geringste Möglichkeit, für meine Gemeinde zu wirken, wenn wir miteinander arbeiten. Ja, sicher. Da ist mir jetzt gerade rausgerutscht. Politik ohne Linke geht weltweit nicht. Und Politik ohne Linke geht in der Schweiz nicht. Und Politik ohne Linke geht im Wallis nicht. Ergo, jetzt Visp nicht. Es war nie wichtiger, Farbe zu bekennen als jetzt. Es braucht ein politisches Gleichgewicht an einem solchen Ort. Ich bin nicht für eine Partei in Regierung. Das kommt nicht gut. Ich bin dafür, nicht wegzuschauen, nicht schön zu reden. Kein guter Mensch, sondern ein guter Mensch sein. Und für mich ist Visp auch ein Ort, der alle Farben, alle Meinungen braucht, damit man gemeinsam gute Lösungen finden kann. Weil nur gemeinsam findet man gute Lösungen. Es braucht Stimmen von rechts, aber auch von links. Und wenn das Gleichgewicht nicht da ist, dann kommt es nicht so gut, wie es gut käme, wenn man alle Stimmen zusammen hat. Was sicher eine Idee wäre, wenn man an einen Neubau von der Liternenhalle denkt, dass es da sicher nötig wäre, ein Boulder- und Klettersportzentrum für Visper und natürlich auch für umliegende Dörfer zu machen. Weil so ein Teil von Visp ist und ein Teil von Wallis. Im Kollegium zusammen arbeiten, mit anderen Meinungen akzeptieren und zusammen probieren, Lösungen zu schaffen, was schlussendlich dem ganzen Ort, der Stadt oder dem Dorf dient, dass eine Weiterentwicklung gibt, die positiv ist. Nur 30 Gänge. Und genau darum braucht es eine soziale Kraft im Gemeinderat von Visp. Es braucht zwei Gemeinderäte, die die ganze Sache und das Dorf hier, das immer wieder wächst, von der anderen Seite hier liegen. Das soll die Meinung der Bevölkerung widerspiegeln. Nein, da gibt es eigentlich nichts dazu zu sagen. Das ist einfach nur unter aller Sau. Ich bin für eine Lärmreduktion am Samstagmorgen.